Als dritte Möglichkeit zur chemischen Energiespeicherung wollen wir uns mit der Fischer-Tropsch-Synthese beschäftigen, die dazu dient, Kohlenwasserstoffverbindungen zu erzeugen. Im Grunde geht es darum, flüssige Treibstoffe zu synthetisieren aus elektrischer Energie. Das heißt, es ist ein weiteres Verfahren zur chemischen Energiespeicherung. Also, wie sieht dieses Fischer-Tropsch-Verfahren oder diese Fischer-Tropsch-Synthese aus? Synthese. Das Grundprinzip ist also die Erzeugung von langkettigen Kohlenwasserstoffen, mittlerweile unter dem Begriff Power to Liquid bekannt. Jetzt PTL oder manchmal auch P2L für das englische Two. Das heißt also, da geht es darum, die Synthese von flüssigen Kohlenwasserstoffverbindungen, Synthese von Benzin und Diesel, von Kerosin zu erzeugen. Das heißt also auch da das Prinzip wie beim Wasserstoff und Methan, überschüssige elektrische Energie aus regenerativen Energieanlagen nutzen und damit dann aber keine gasförmigen Stoffe, sondern flüssige Stoffe zu erzeugen. Also das Prinzip, das man anwenden muss, das erste oder der erste Schritt ist die Erzeugung der Synthesegase, die bereitgestellt werden müssen, also Erzeugung der Synthesegase. Das ist natürlich hauptsächlich der Wasserstoff H2 und wir brauchen CO, also Kohlenmonoxid. Diese Gase müssen dann aufbereitet und gereinigt werden. Also wir haben die Gasreinigung und die Gasaufbereitung, um dann im dritten Schritt dann die Synthese zu haben. Das heißt, im dritten Schritt kommt dann diese Fischer-Tropsch-Synthese, die wir uns einmal ansehen wollen. Und im vierten Schritt müssen dann diese Produkte, die entstehen, auch noch einmal aufbereitet werden, also Aufbereitung der Produkte. Der Produkte. So, wie sieht nun das Grundverfahren oder die Grundgleichung aus? Die Grundgleichung des Fischer-Tropsch-Verfahrens, das schon seit vielen Jahren bekannt ist, nun aber wieder zu einer Renaissance findet, da nun in den zukünftigen Energiesystemen die regenerativen, volatilen Energiequellen als Energiebereitstellung dienen für dieses Verfahren. Wir haben also das Kohlenmonoxid plus das Wasserstoffgas und was wir bekommen, sind dann Teile der Kohlenwasserstoffe, also CH2, und als Abfallprodukt entsteht immer noch Wasser. Und diese Teile, diese CH2, das sind also die Teile unserer Kohlenwasserstoffverbindung, die wir nun verknüpfen wollen zu langkettigen Kohlenwasserstoffmolekülen, um damit dann neben Gasen Rohbenzin und Dieselöle zu erhalten. Wie funktioniert nun dieses Fischer-Tropsch-Verfahren? Was haben wir dort nun als Schritte? Auch das lässt sich aufteilen in vier Teilprozesse, die wir uns einmal ansehen wollen. Das erste ist eine Adsorption der Edukte am Katalysator, also die Adsorption der Edukte der Reaktion am Katalysator. Dann haben wir als zweites die Bildung der Zwischenprodukte, die entstehen. Zwischenprodukte, um daraus dann die langkettigen Kohlenwasserstoffmoleküle zu bekommen. Wir haben dann als drittes die Kettenpolymerisation, Merisation. Und andere Transformationen der Zwischenprodukte. Und als vierten Schritt haben wir dann die Desorption der Produkte.
Das heißt, das ist die Gewinnung unserer Produkte, die wir dann weiterverwenden wollen. Das Grundkonzept sieht also folgendermaßen aus. Wie sieht jetzt also das Reaktionsschema im Prinzip aus? Wir haben also Kohlenstoff, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit K1 dann reagiert. Wir haben dann also eine Kette mit N-1 Kohlenstoffen und einen Rest. Und was nun entstehen kann, ist entweder dann die Desorption unserer Produkte. Das heißt, wir bekommen dann eine Kette mit N-1 Kohlenstoffen mit einer Wahrscheinlichkeit K2. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit. Oder was dann auch alternativ passieren kann, ist, dass also dieser Prozess fortgesetzt wird, wieder mit der Wahrscheinlichkeit K1, sodass wir dann also eine Kette bekommen mit n Elementen. Auch dort kann es dann wieder zur Desorption kommen mit der Wahrscheinlichkeit, Reaktionswahrscheinlichkeit C2 und so weiter. Das heißt, dass ich damit dann in dieser Fischer-Tropsch-Synthese entsprechend langkettige Kohlenwasserstoffe bilden und wir diese dann später nutzen können. Was man nun machen kann, ist, man kann sich nun die Wahrscheinlichkeit ansehen, dass diese Ketten wachsen und länger werden, also die sogenannte Kettenwachstumswahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit. Bezeichnet also Alpha ist das Verhältnis aus der Verlängerung der Kette, das ist das K1 bezogen auf die Gesamtwahrscheinlichkeiten K1 und K2. Wie sieht nun das Ergebnis aus? Das ist natürlich ergibt sich aus der Länge der Ketten. Das heißt, wir haben jetzt auf der X-Achse die Häufigkeit oder auch die Selektivität genannt. Abhängig natürlich jetzt von dem Katalysator und den äußeren Bedingungen bei der Fischer-Tropsch-Synthese. Und auf die X-Achse wollen wir mal die Länge der Ketten, das heißt die Anzahl der Kohlenstoffatome im Molekül ansehen. Und wenn wir uns das mal ansehen, sind wir, also wenn wir jetzt hier sagen, sind wir hier mal bei 5, dann sind wir hier bei 10, bei 15, bei 20 und so weiter Kohlenstoffatomen in dem Molekül. Und wie sieht dann die Verteilung aus, die wir bekommen? Also wir haben hier einen Anstieg der Wahrscheinlichkeiten, das Maximum, natürlich jetzt abhängig jetzt von dem Alpha, das heißt also von der Wahrscheinlichkeit, dass entsprechende Moleküle entstehen. Also im Bereich Alpha von 0,85 oder 0,9 bekommen wir also hier das Maximum ungefähr dann bei 10 Molekülen und haben dann hier einen langsamen Abfall dieser Kettenlänge, bis wir dann hier entsprechend wieder runtergehen. Das heißt, man kann jetzt hier quasi gucken, für jede Länge, für die Anzahl der Kohlenstoffatome ergibt sich dann eine Wahrscheinlichkeit. Wir sind hier im Bereich bis 4, sind wir also im Bereich der Gase. Das heißt, hier haben wir also dann Gase, also durch dann das Angefangen vom Methan. Wir sind im Bereich 5 bis 10, hier sind wir dann beim Rohbenzin. Also hier, das ist der Bereich des Rohbenzins, was dann entsteht. In dem weiteren Verlauf von 11 bis 18, das heißt ungefähr hier, da haben wir dann den Diesel oder so Rohdiesel oder Dieselöle, die wir dann bekommen. Das heißt, das Rohbenzin, es geht nicht nur bis hier, das ist das Rohbenzin von 5 bis 10, die Dieselöle dann angefangen ab 11 Kohlenstoff. Atom, bis wir dann bei 18 sind und alles darüber hinaus, das sind dann
wachse. Und damit sind wir nun in der Lage, mit diesem Fischer-Tropsch-Verfahren langkettige Kohlenwasserstoffe zu erhalten. Wir können diese nun nutzen, um dadurch das fossile Benzin, fossiles Dieselöl oder Diesel als Brennstoff zu ersetzen, indem wir über dieses Fischer-Tropsch-Verfahren durch den Einsatz von regenerativer Energie, von Strom, diese langkettigen Kohlenwasserstoffe erzeugen und damit mittel- und langfristig die fossilen Flüssigtreibstoffe ersetzen können im Verkehrssektor. Dazu zählt insbesondere natürlich der Lkw-Verkehr, die Flugzeuge, der Schiffsverkehr. Im Privatverkehr, also mit Autos, ist es wahrscheinlicher, dass dort der Einsatz von elektrochemischen Speichern, also Lithium-Ionen-Batterien, sich durchsetzen wird. Im Lkw-Verkehr gibt es verschiedene Ansätze, dass man dort also neben diesen synthetischen Treibstoffen auf Wasserstoff setzt oder auf Strom, ob das jetzt Überlandleitungen sind oder Batterien, aber dort ist der Weg auch über Wasserstoff- und Brennstoffzellen als Antrieb möglich. Im Bereich der Flugzeuge, der Schiffe wird es entweder in die Richtung auch des Wasserstoffs gehen als Energieträger oder natürlich dieser langkettigen Kohlenwasserstoffe, der synthetischen Treibstoffe. Der Vorteil beim Einsatz der synthetischen Treibstoffe ist natürlich, dass man die Verbrennungsmotoren nicht ersetzen muss. Natürlich ist die Energieerzeugung sehr oder der Energiebedarf sehr groß, um synthetischen Treibstoff zu erzeugen. Das heißt, der Wirkungsgrad ist sehr gering in Bezug auf die Rückverstromung oder auf die Verbrennung in Verbrennungsmotoren, sodass sich mittelfristig zeigen muss, ob der Weg im Transportsektor eher in Richtung Strom und oder Wasserstoff geht oder in den Bereich des Power to Liquids, also der Bereitstellung von langkettigen Kohlenwasserstoffen.